schon am Infosys und schon im Kopf von der Radführungsweise. Ja. Ja. Das noch nee, hast du gekauft? Anfang von der Küche. Ja, hallo, Günther. Jahre in Deutschland auf dem Weg machen, Frauen und Männer, die sich aufmachen, ein großes neues Kapitel zu schreiben, die Gesellschaft zu verändern. Waren Sie sich dessen überhaupt bewusst? Und ich frage mich, ob Ihnen klar war, wie lang dieser Weg werden könnte und wie steinig. Ob Sie die Etappen vor Augen hatten, die Sie passieren müssen. Ob Sie immer an den Erfolg glaubten, also noch durch die Sozialistengesetze, die ja noch Gültigkeit haben. Alle hatten damals ein unerwartetes Ziel, die Idee, die alles auf den Kopf stellte, was bis dahin in unserer Gesellschaft galt. Wenn wir über die Geschichte der SPD reden, reden wir über Mut, Haltung und Fortschritt. Und vor allem über Menschen. Große Namen sind darunter. Die wollen uns gleich auf ein kurzes Grußwort von dir. Begrüßen möchte ich unsere Landtagsabgeordnete Cornelia Ruhkämper. Liebe Conny, du warst schon oft in unserem Ortsverein und hast uns über die Politik und das Geschehen aus dem Landtag informiert. Unsere Interessen in den Rat und die Ausschüsse des Rates in Bottrop einzubringen. Wir brauchen hier sehr oft Unterstützung von dort. Anwesend ist der Fraktionsvorsitzende der Bezirksbürgermeisterin, lieber Willi, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als Oberbürgermeister, wissen Sie ja, bin ich immer ziemlich viel unterwegs. Und ich bin heute sehr gerne nach Grafenwald gekommen. Man kann sagen, in einen der schönsten Stadtteile von Bottrop. Hier im Jahr läuft es gut. Es läuft gut bei euch im nächsten Jahr, das wisst ihr, werden zwei große Vorhaben an den Start gehen hier in Grafenwald. Einmal die lang ersehnte Sanierung der Schneiderstraße mit dem damit verbundenen Neubau der Regen- und Schmutzwasserkanalisation. Und wenn alles gut läuft, wird auch das zweite große Vorhaben im nächsten Jahr starten, nämlich der neue Fußballplatz wird hier auf dieser Anlage entstehen. Also große Investitionsvorhaben im nächsten Jahr in Grafenwald. Dadurch wird es ein bisschen unruhiger vielleicht, aber am Ende dafür auch deutlich angenehmer und noch schöner hier im Stadtteil. Heute, meine Damen und Herren, überbringe ich als Oberbürgermeister der Stadt die Glückwünsche der gesamten Stadt an den Ortsverein der SPD in Grafenwald. Und obwohl Sie wissen, dass ja die Kassen der Stadt sehr leer sind, habe ich auch heute Morgen noch mal in so einer Schatulle ganz tief unten nachgeguckt und noch eine Kleinigkeit gefunden. Also ich bin nicht mit leeren Händen gekommen und darf jetzt diese Kleinigkeit dem Willi überreichen. Und ich schließe dieses Grußwort, wie es in unserer stolzen Stadt gute Tradition ist, meine
sehr geehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, mit einem ganz kräftigen und einem ganz herzlichen Glück auf und danke für die Aufmerksamkeit. Liebe Landtagsabgeordnete Conny Ruhkemper, lieber Fraktionsvorsitzender Thomas Gönnerz, das sage ich jetzt ganz bewusst, weil ich ihn leider beim letzten Mal im Ausgerechnet in meinen Ortsverein vergessen habe. Ich habe geschworen, das passiert nicht nochmal. Also auch lieber Thomas, aber auch lieber Dieter Graselig, ich freue mich, dass du heute auch hier bist, als mein Vorgänger im Amt des Bundestagsabgeordneten. Und ich komme gleich nochmal vielleicht kurz drauf, was im Moment in Berlin so alle geschieht. Aber auch liebe Frau Hülskemper, ich freue mich, dass Sie, obwohl Sie ja im Grunde genommen zur Konkurrenz gehören, aber dennoch dann hier zeigen durch Ihre Mitfeierei, sage ich jetzt mal, das Mitfeiern, die Anwesenheit hier in dem Ortsverein, dass gemeinsam hier natürlich nur was zu erreichen ist, über die Parteigrenzen hinweg, wenn man für den Ortsteil etwas machen will. Und deswegen freue ich mich besonders, dass Sie feiern. Muss man vielleicht nicht feiern, aber ich glaube schon, dass noch 50 Jahre für einen Verein und dann auch für einen politischen Verein, nämlich der SPD, eine lange Zeit sind. Und der Willi hat ja gerade so einige Erfolge und einige Meilensteine des politischen Lebens, das ja auch immer ein Ortsteilleben mit widerspiegelt, was hier in den letzten 50 Jahren geschehen ist. Und ich will jetzt gar nicht so weit in die Vergangenheit schauen, ich will lieber ein bisschen in die Zukunft schauen. Und der Willi hat vorhin gesagt, ein kleines gallisches Dorf. Ja, Thomas, und manchmal haben wir in der Politik es mit gallischen Dörfern zu tun. Und die sind allerdings nicht nur im Norden, die gibt es auch im Süden Bottrops und auch in der Mitte. Aber ich finde es auch gut so, dass sich Ortsvereine nicht immer nur stromlinienförmig an die Partei anpassen, sondern genau dafür sind ja die Ortsvereine da. Sonst könnten wir eine große Partei zurzeit spüren, erstmal abwarten, was am Verhandlungsende herauskommt. Und dann werden wir entscheiden. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Jubiläum. 150 Jahre, behaltet die Ruhe, abzuwarten, was letztendlich an sozialdemokratischer Handschrift in ein eventuell auf den Weg zu bringen in Koalition. Das ist eben das, was wir in 150 Jahren, ich glaube, auch gelernt haben. Politik ist immer auch im Wandel der Zeit zu sehen. Es ist kein starres System. Und ich glaube, wir sind jetzt wieder da. Leute, das sieht so gut aus. Wir scheinen gut zu sein. Enorm Zeit. Wenn dann mit Kalorien. Kommen wir auf oder nehmen? Ja, mach mal. Ja. So. Das kommt. Ja, reicht. Wollten mal testen. Ja. Wie sieht's mit Apfel Vanille aus? Du könntest Glück haben. Genau. Jetzt wäre es kleiner mit der beiden. Genau. Ja. 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 Nee. Ja. 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 Noch einmal zu mir. Mit überall Ungerechtigkeiten. Jeder kann das ändern. Und jeder kann einen Beitrag dazu leisten. Ich möchte was ändern und deswegen bin ich bei den Jusos. Also ich bin Judith Klose, arbeite hier bei den Jusos im Bundesbüro im Willy-Brandt-Haus und komme aus der Nähe von Hannover. Ich organisiere viele Aktionen und Kampagnen auf europäischer, internationaler Ebene und versuche, junge Leute für Jugendbegegnungen international zu machen. Denn es war eine Menschenmenge vor dem Reichstag. Im Reichstagssaal standen uniformierte SA-Leute
und eine ganze Reihe von sozialdemokratischen Abgeordneten waren. In der Situation trat Otto Welz, damals Vorsitzender der Partei und auch Fraktionsvorsitzender, ans Rednerpult. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Wir stellen hier im Ruhrgebiet als Industriestandort, der durch die Einführung des Kurzarbeitergeldes hier sehr, sehr viele Arbeitsplätze gerettet hat, neben Per Steinbrück und Frank-Walter Steinmeier. Die rot-grüne Bundesregierung hat im Jahr 2000 einen geordneten Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Dieser Konsens ist ad hoc. Dann füge ich noch hinzu, bitte haltet nicht Dinge für selbstverständlich, die euch heute selbstverständlich erscheinen. Chancen ausgestattet sind, ihre Chancen bekommen. Dass man selbst die schwierigsten Verhältnisse verändern und zum Besseren gestalten kann, wenn man sich engagiert. Landtagsabgeordnete, Frau Landtagsabgeordnete, Fraktionsvorsitzende, Frau Bezirksbürgermeisterin, alles ist eigentlich vertreten, was Rang und Namen hat hier im Bottroper Bereich. Sie sehen, meine Damen und Herren, meine lieben Genossinnen und Genossen, der Film zeigt es ganz besonders deutlich. Sozialdemokraten können stolz auf ihre Geschichte sein. Das sieht man an vielen Stellen im Laufe der 1963, als der Ortsverein Grafenwald gegründet wurde. Willi sprach von den mutigen Menschen und hat die Geschichte von Grafenwald einmal deutlich gemacht. Das sind die Träger unserer Gesellschaft, nicht nur im politischen Bereich. Das sind die Träger unserer Gesellschaft, die im Sportverein zum Beispiel arbeiten, die diese Arbeit übernommen haben. Malteser sind hier unter uns, Schützenverein, der Bläserverein oder die Gruppe der Bläser, die hier in Grafenwald arbeiten. Das sind alles Träger. 1963, es herrschten klare Verhältnisse. Der Willi sprach davon, wir hatten im Rat in den Jahren 63, 61, 2 bis 3 Mitglieder im Gemeinderat hier in Kicheln. Das hat sich verändert im Jahre 1990. Auf der anderen Seite waren es Leute im Gemeinderat, wie zum Beispiel Hütte Allekotte auf der einen Seite. Es waren die Vertreter wie der junge Bertolt Tönnes, der die große kommunalpolitische Karriere innerhalb der CDU dann später begann in diesen Jahren. Rektor Bühning war damals noch eingerichtet werden. Und das war eine große Diskussion hier im Kichelner Bereich. Und auch dort brannte dann eben die Waldschmiede ab, obwohl schon, meine Damen und Herren, sich einige Damen auf den Tebeltanz als Rudi Kreul zum Beispiel und Dieter Kreul die toten Nachrichten, wenn der Jan, der Nachbar Jan, gestorben ist, zu den Bauern herumfuhr, mit dem Fahrrad herumfuhr und die Einladung. Als Willy Brandt, und das ist ja besonders deutlich geworden hier innerhalb des Filmes, dass Willy Brandt eine neue Politik, eine neue Tür aufstieß, die Tür zu Willy Brandt zum Bundeskanzler, und es begann hier auch in Grafenwald eben der Kampf im Jahre 1963 innerhalb der Politik. Politik war unter anderem Heinrich Stuke. Ihr könnt euch da alle dran erinnern. Heinrich war ein harter Knochen zur damaligen Zeit. Und beim Heinrich passte das auch alles, weil der Heinrich auf der einen Seite ein Erzkonter der Katholik war, sein Bruder war Pater, und das war schon was Besonderes hier. Hin und wieder auch so ein bisschen aus der Rolle und beleidigte unter anderem den Hütte Allekotte, und der Bürgermeister Bühning sagte Heinrich, so kannst du das nicht machen, du musst dich jetzt entschuldigen. Und der Heinrich zögerte natürlich als erstes, dann stand er auf und sagte, ich entschuldige mich, aber gesagt ist gesagt. Auf der anderen Seite die kleine Renate Palberg, hinter der kleinen Renate Palberg Dieter Kreul, der lange Dieter Kreul, und der etwas kleinere Klaus Strehler auf der nächsten Seite. Dass er nur richtig durchgeschüttelt wurde, sagte mir Klaus Strehler. Und wenn der Sarg mit der Mannschaft hier, mit der Vierermannschaft langsam rauskommt, dann spielt der Bläserverein hinten am Wald die Sau ist tot.
das war so Klaus Ockroy und die Verbindungen, die ja damals schon so zwischen Bonn zum Beispiel sind hier bei Peters auch durchgeführt worden. Otto Joschko zum Beispiel hat dann das war eine Haushaltsdebatte und alle wollten wieder befördert werden bei den Beamten unter anderem. Und da hat der Otto dann eine wichtige Rede gehalten, sagte unter anderem: Ich verstehe das nicht. Alle wollen befördert werden, alle wollen befördert werden. Der Inspektor will Oberinspektor werden, der Studienrat Oberstudienrat und der Schlesinger Oberschlesinger. Das war Otto Joschko. Und interessant war es auch, dass Johannes Rau, diese Schoten, die hier in Bottrop erzählt wurden, dass er das auch wusste und auch hin und wieder mal erzählte. Wir haben eine Verbindung hier von Grafenwald und Bottrop zum Johannes Rau, auch aus einem Grunde. Seine erste Sekretärin, den Vertrag, den er ausgehandelt hat, hat er hier im Forster Specht ausgehandelt. Hinten an dem großen Fenster wurde der erste Vertrag ausgehandelt. Da sieht man, wir haben auch zum Bundespräsident hier von Grafenwald eine gute Verbindung gehabt. Und an einem Abend erzählte er auch wieder so einige Schoten, Johannes Rau in Bonn. Wir trafen uns am Mittwochabend immer in Bonn in der Landesvertretung und ein Vertreter von der Regierung war immer dabei. Und da war Johannes Rau dabei und dann wurde das halb elf insgesamt am Abend: Mensch, ich habe wieder Schwierigkeiten heute Abend. Ich komme nach Hause, meine Frau ist sauer, meine Kinder sind sauer. Der Einzige, der sich freut, ist mein Hund. Mein Hund freut sich und ich muss auch wirklich sagen, mein Hund ist als Mensch total in Ordnung, aber als Hund eine Katastrophe. In den 70er Jahren war es hier in Kirchhellen und in Grafenwald und im Bottroper Bereich natürlich wieder heiß innerhalb der gesamten Diskussion. Die Diskussion lief darauf hinaus, die Gemeindeordnung und die Zuordnung der Gemeinden sollten verändert werden. Das war das Thema Anfang der 70er Jahre und der Landtag entschied dann 74, dass Bottrop, Gladbeck und Kirchhellen zusammengeschlossen werden sollten. Ihr erinnert euch daran, Glabotki ist entstanden und in dieser Phase war Ernst Wilczok der große Verlierer. Und hier im Grafenwälder Bereich, Bernd Schnopf wurde Bürgermeister, Norbert Aust wurde aus Gladbeck damals Bürgermeister. Aber dieses lief nur 11 Monate insgesamt, denn dann folgte das Nikolausurteil. Ich war als Juso noch damals, er war in Münster und rief dann hier aus Bottrop an: Wir versammeln uns alle am Abend 19 Uhr in der Rathausschenke, auf der anderen Seite vom Rathaus. Alle Ortsvereinsvertreter, und ich war Ortsvereinsvorsitzender von der Reu damals, sollten da vertreten sein. Ernst Wilczok schaltete sofort um zur damaligen Zeit und brachte dann seine Vision, seine neuen Überlegungen, die er eigentlich nur im Norden sah, so sagte er damals. Bottrop hat eine Chance, so sagt er, nur im Norden. Und der Norden heißt, dass wir versuchen müssen, eine Eingemeindung von Kirchhellen zu bekommen. Nach dem Nikolaus-Urteil, und der Ernst begann dann mit seiner Arbeit. Er musste ja dann auch gleichzeitig die Landtagsabgeordneten beeinflussen. Alle Landtagsabgeordneten sind eingeladen worden, hier meistens bei Berger. Thank you.
Dank.